Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Sims 3 Screenshots bearbeiten Tutorial mit Krita. Als allererstes eine Sache, die ich beim letzten Mal vergessen habe, euch zu erklären. Und zwar, wenn ihr das Ganze speichert. Krita speichert automatisch, wenn ihr auf Save oder Save As geht, als .kra-Datei. Das seht ihr auch hier einmal, da seht ihr, wie mein gespeicherter Screenshot jetzt heißt. Das ist ein Dateiformat, das könnt ihr nur in Krita öffnen. Es geht nicht in GIMP zu öffnen und ich gehe auch stark davon aus, dass es in Photoshop nicht zu öffnen ist. Mit anderen Programmen weiß ich nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass es nicht so ist. Ich glaube, GIMP hat auch so ein Dateiformat. Ich glaube, das ist dieses XCIF oder so heißt das. Das könnt ihr zum Beispiel auch nicht in Krita öffnen. Ich habe ja zu Anfang, als ich noch nicht so ganz mit Krita gut umgehen konnte, habe ich im Grunde nur das Langhallen-Krita bearbeitet. Und da habe ich immer ja die Vorarbeit sozusagen mit GIMP gemacht. Das sieht man auch in den alten Speed-Edits noch. Ja, und bin dann fürs H in Krita umgewechselt. Da ist es halt das Problem, ja, wenn ich das in GIMP mache, wie kriege ich meine Datei als mit Layern, weil wenn ich es jetzt als Bild speichere, sind meine Layer ja nicht mehr vorhanden, in Krita rein, beziehungsweise von Krita in GIMP, falls man da später was anderes machen will oder falls ihr aus irgendeinem Grund noch mit einem ganz anderen Bearbeitungsprogramm arbeitet. Da ist der Trick dann einfach, das Ganze als PSD-Datei, also als Photoshop-Datei zu speichern. Und ja, GIMP und Krita können beide Photoshop-Dateien öffnen und die Layer bleiben auch erhalten. Also wenn ihr jetzt in irgendeinem anderen Programm arbeitet und das Ganze dann in Krita GIMP wechseln wollt, geht ihr auf Save As oder Export und dann wird euch da der Dateiname angezeigt und ihr tippt dann einfach dahinter .psd ein. Geht auf Speichern und dann wird das als PSD-Datei gespeichert. Die erscheint dann in euren Dokumentordnern meistens als so ein weißes Blatt mit einer kleinen umgeklickten Ecke. Tja. Das war es auch schon dazu, was ich kurz noch sagen wollte. Dann, das hatte ich glaube ich beim letzten Mal ganz vergessen zu erklären, hier auf der rechten Seite bei Layers, aber ich denke, das sieht man auch meistens von selber, ich sage es trotzdem nochmal, diese kleinen Dinger hier, diese Augen, damit schaltet ihr Layer sichtbar und unsichtbar. Also wenn das Auge angezeigt wird, wie man jetzt sieht man die blaue Ebene, wenn ich draufklicke, verschwindet das kleine Auge da drin und man sieht es nicht mehr. Kleine Sache halt dazu, weil ich das beim letzten Mal nicht erwähnt hatte. Ja, dann würde ich sagen, ja, beim letzten Mal haben wir Pferd und Reiter ausgeschnitten und dann kümmern wir uns heute um Hintergrundweichzeichnen und eine Grasebene einfügen. So, wie schon beim letzten Mal erwähnt, können wir leider nicht einfach von einem zweiten Fenster die Datei, die wir einfügen wollen, hier reinziehen, sondern wir müssen das Ganze über hier oben Layer, Import, Import ist Paint Layer machen. Dann sucht ihr euch den Ordner raus, in dem eure Gras, Sand, was auch immer ihr als Boden einfügen wollt, Datei drin ist und wählt diese aus. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, ich entscheide mich für dieses hier. Ja, dann wird das Ganze geöffnet. Da unser Fenster, ja, unsere Leinwand, Bild, ihr wisst schon, ja, 1360 mal 768 Pixel groß ist. Das könnt ihr übrigens hier unten, da unten rechts, könnt ihr das sehen. Ist das Originalbild, also das, was ich jetzt da drüber gelegt habe, viel größer, da das, ich glaube, 4000 mal 6000 groß ist. Und das wollen wir jetzt natürlich kleiner machen. Das geht zum einen über hier oben Layer. Und dann gibt es hier halt viele verschiedene Sachen, die ihr machen könnt. Unter anderem könnt ihr dann zum Beispiel Scale Layer to New Size nehmen. Da das ist der falsche Knopf. Ja. Scale Layer to New Size. Da könnt ihr jetzt einwählen, wie groß ihr das machen wollt. Mache ich allerdings meistens nicht, weil ich das lieber freihand entscheide. Das heißt, wir gehen auf Cancel. Dazu benutzt ihr dieses hier. Das ist so ein Viereck mit einem kleinen Punkt in der Mitte. Geht ihr drauf. Meistens wird das die Ebene dann schon von selber gleich angewählt. Falls es nicht so ist, einfach einmal draufklicken, dann wählt ihr das so an. Ja, jetzt sehen wir hier, das ist unsere Grasebene, die ist viel größer. Und jetzt könnt ihr hier verschiedene Aktionen auswählen, ne? Also einmal hier so ziehen, dann könnt ihr das so oder so machen. Wenn ihr in der Mitte klickt, könnt ihr den Mittelpunkt verschieben, einfach hier einmal klicken, Ebene bewegen. Und wenn ihr so an den Rand geht, könnt ihr das Ganze noch so ziehen.
gehen wir jetzt mal kurz auf zurück, dass das Ganze wieder in der richtigen Dingsens ist. Genau, zurück hatte ich ja schon erklärt, Steuerung Z oder halt da oben klicken. So, jetzt gehen wir erst noch einmal auf Pinsel, das ist unsere Datei. Wir machen die jetzt ein wenig durchsichtiger, damit wir ungefähr schon mal eine Ahnung haben, wie groß unser Hintergrund ist und wie groß der Vordergrund ist. Dazu gehen wir hier auf Opacity. Da ist jetzt 100% ein. Jetzt klicken wir da einfach mal und dann wird es weniger. Ja, machen wir mal so. Gehen wir da drauf. Und dann zoomen wir ein bisschen weg. Und machen das Ganze kleiner. Ja, machen wir schon einmal so. Dann rechnet er. Dann seht ihr hier immer die Rechenleiste. Machen wir ein bisschen stärker. Ja, das sieht noch ein bisschen groß aus, wobei wir es ein bisschen schon mal nach unten ziehen. Ja. Das Gras soll ja auch nicht zu groß sein. Ich denke mal, wenn das, wir machen es noch ein bisschen kleiner. Fällt meistens auch nicht auf, wenn man es ein bisschen länger zieht, weil wir wollen ja den Rand nicht durchsichtig haben. Ja. Nein, zuschneiden, das geht so, aber. Na, wir gucken mal. Wir machen das eh. Und jetzt, also, ja, der Layer ist hier jetzt oben drauf. Der wird immer, wenn ich jetzt da mache und dann Layer einfüge, wird er da drüber gepackt. Da ich darauf war, hat er ihn da drüber gepackt. Hoffe, das war jetzt verständlich. Wir wollen den jetzt aber unter unserem Screenshot-Layer machen. Das heißt, entweder ziehen wir ihn so. Seht ihr, dann wird er so, dann kann ich ihn verschieben. Oder ihr geht hier auf den, das sind jetzt zwei Pfeile, auf den Pfeil nach unten. Dann wird einen runtergepackt. Und jetzt können wir viel besser die Größe von Gras und Pferd anpassen. Ich muss sagen, ich glaube, Blumen sind vielleicht ein bisschen riesig, ne? Schauen wir mal, was wir da noch machen können. Ja, ist jetzt nicht perfekt, aber ich denke mal, das geht so. Es ist auch einfacher, wenn ihr nur eine Ebene habt, die nur Gras beinhaltet und nicht so viele Gänseblümchen. Aber ich finde diese Wiese total toll, deswegen benutze ich die immer. Ich benutze übrigens nur Bilder, die ich auch selber gemacht habe. Damit da nicht irgendwas, weil ich könnte nicht einfach im Grunde, ist es verboten, einfach ein Bild aus dem Internet zu nehmen. Selbst wenn ihr es nur teilweise benutzt, es hat jemand anders gemacht und ihr wisst nicht, ob der da irgendein Copyright oder so drauf hat. Deswegen bin ich irgendwann mal einfach durch die Gegend gelaufen und habe Wiesenbilder gemacht. Ich meine, jeder hat irgendwo in der Nähe eine Wiese oder wenn ihr mal im Urlaub seid, keine Ahnung, ein Strandbild machen oder so. Mein Sandboden, wo ich eigentlich auch mal einen neuen brauche, weil der nicht so perfekt ist, ist von einem Urlaub von vor 4 Jahren oder sowas. Deswegen behelft euch da so irgendwie und nehmt nicht einfach irgendwas aus dem Internet, außer zum Beispiel, wenn ihr auf DeviantArt oder so unterwegs seid und ja, ihr findet da ein Bild, wo drunter steht, freies hier Stock Picture, so heißen die Dinger, ich weiß gerade leider die deutsche Bedeutung dafür nicht, ihr müsst keinen Credit geben, weil ja, sobald da steht, Credit geben, ist dann auch wieder doof, wenn es nicht macht. Und ich finde, man sollte da einfach auch respektieren, was die Künstler sagen, weil ihr beschwert euch auf Instagram ja auch zum Beispiel gerne, wenn irgendein Account einfach Bilder von irgendjemand anders postet und dann könnt ihr nicht sowas machen und einfach irgendwelche Sachen benutzen, wo der Künstler beigeschrieben hat, ja, ich will Credit dazu. Ist das gleich wie mit Brushes. Wenn bei den Brushes beisteht, verlinkt mich auf dem Bild, schreibt dazu, von dem die Brushes sind. Wenn ihr das nicht macht, ist das im Grunde eine Verletzung des Urheberrechts, das der halt gesagt hat. Und ja, nur so eine kleine Sache dazu. Darüber könnte ich mich jetzt stundenlang aufregen. Also, ne? Respektiert einfach, was da steht. Und wenn ihr kein Englisch könnt und ihr könnt halt nicht lesen, was da steht, entweder benutzt einen Google-Übersetzer, fragt irgendwen oder so. Aber benutzt es nicht einfach, weil das finde ich nicht okay. Na egal. Machen wir weiter bei unserem Bild. Wir wählen wieder unser freies Auswahltool aus. Und schneiden unser Ding hier aus. Ich mache das nicht immer ganz unten auf der Linie, weil das wäre ja auch unnatürlich, sondern ich lasse ein bisschen Platz, weil das Gras ja auch höher steht. Und jetzt sehen wir hier, gut, das hätten wir jetzt ausschalten können, aber es ist im Grunde egal. So.
Den zoomen wir wieder weg. Machen einmal hier rum. Und drücken wieder entfernen. Dann ist das Ganze weg. Machen die Sichtbarkeit wieder etwas höher. Und heben die Auswahl auf. So, jetzt haben wir da unsere Wiese. Jetzt sehen wir natürlich zum farbigen Hintergrund passen. Naja, sieht schon etwas unrealistisch gelblich aus. Aber das ist natürlich kein Problem. Das wollen wir auch gleich ändern. Man hat nicht immer gleich ein passendes farbiges Bild für jedes Screenshot da. Wir gehen oben auf Filter, Adjust und dann entweder Color Adjustment Curves oder Brightness Contrast Curve. Ich würde hier jetzt, glaube ich, erstmal Brightness Contrast Curve anwenden. Dann öffnet sich dieses kleine Fensterchen hier. Ich ziehe es immer ein bisschen zur Seite weg, sonst sieht man nicht, was man macht. Und im Grunde ziehe ich da jetzt einfach wild an dieser Linie rum und wie man sieht, das Ganze verändert sich. Es wird ein bisschen dunkler. Ja, gucken. Ja, nein. Das lassen wir lieber so. Ja, ich bin uns meistens nur hier so ein bisschen. Aber zu dunkel wollen wir natürlich auch nicht werden. So. Ja, ich denke mal, das geht so. Okay. Ja, das Gute ist, die Blumen darauf sind jetzt weiß. Das heißt, die verändern sich in der Farbe im Grunde fast überhaupt nicht. Dieses kleine Löwenzahn, man sieht ja, ne? Das ist okay. So, als Bonus hatten wir hier sogar noch so ein kleines Wiesendings. Ja, der Abschluss da hinten ist jetzt natürlich nicht ganz so schön. Darum kümmern wir uns dann jetzt. Ihr fügt einen neuen Layer hinzu. Ich mache den meistens unter den Wiesenlayer. Also ich klicke dahin und gehe dann hier auf Plus. Ein neuer Layer erscheint. Wir können das Ganze mal umbenennen. Den benenne ich um in das und das hier. Ja. Ich benenne meine Layer grundsätzlich auf Englisch, beziehungsweise hin und wieder, wenn ich das englische Wort nicht genau weiß, in einem Englisch-Deutsch-Mix. Das habe ich mir mal für die Speed-Edit so angewöhnt und ja, im Grunde mache ich das selbst, wenn ich es nicht aufnehme, weil ich die meisten Bilder nehme ich ja nicht auf, wie ich die bearbeite, mache ich das trotzdem so oder ich benenne sie gar nicht. Das ist allerdings dann manchmal etwas verwirrend. Ja, jetzt Farbauswahl-Tool, dieser kleine Pipette da und wir wählen aus. Na, da können wir eigentlich noch ein bisschen, Moment, Feinarbeit machen. So, das mit dem Pinseln erkläre ich gleich, wenn wir wirklich zu den Pinseln kommen. Ah, falscher Layer. Das mache ich jetzt nur kurz so ein bisschen. Also. Kann man das schon so lassen? Ja, machen wir da einen kleinen Busch so raus. Ja. Ja. Wenn das hinten nicht ganz perfekt ist, macht das nichts, weil wir das ja gleich eh weich zeichnen. So, gibt Schöneres, aber okay. Machen wir hier das auch noch kurz ein bisschen weg. So, jetzt aber. Genau, eigentlich kommen wir jetzt sogar gleich schon zum Pinsel, also nochmal Pipettentool. Jetzt guckt ihr die Kante, welche Kante hat die Farbe hier? Andersrum, welche Farbe hat die Kante? Wählt das aus. So, geht hier auf Pinsel. Und jetzt benutzen wir jetzt erstmal einen Pinsel. Wie wählt ihr den Pinsel aus? Ihr habt hier oben diese Leiste. Ihr klickt auf dieses Bildchen. Da sind so vier kleine Anzeigen. Und dann öffnet sich dieses Fenster. Hier seht ihr alle voreingestellten Pinsel, die Krita hat. Das sind ziemlich viele. Und da ist es jetzt an euch, den richtigen Pinsel rauszufinden, den ihr haben wollt. Für das, was wir jetzt vorhaben, benutze ich einen einfachen Ein-Pixel-Pinsel. Das ist dieser kleine Punkt hier. Hier unten seht ihr auch, wie das Ganze heißt. Pixel One. Ja. Den wählen wir aus. Ausgewählt, einfach einmal draufklicken und dann einfach in euer Fenster klicken. Da wird dann auch nichts gemalt oder so. Zur Not einfach hier oben einmal hinklicken. So, mit einem Pixel kann ich jetzt eigentlich nicht viel anfangen. Der hat weder Einstellung für Druck oder sonst noch was. Das ist einfach nur ein Pixel. Aber genau das ist das, was wir jetzt wollen, denn jetzt gehen wir auf dieses hier neben. Denn da könnt ihr jetzt Pinseleinstellungen vornehmen.
Und da gehen wir jetzt auf Predefined und kommen dann auf My Brushes. Da sind meine ganzen selbstgemachten Brushes drin. Und da wählen wir jetzt eine von diesen beiden Grass Brushes aus. Da nehmen wir jetzt mal diese hier. Hier drüben, gut, die ist jetzt relativ groß, könnt ihr dann euch das Ganze angucken. Ja, das ist natürlich viel zu groß. Wir gehen auf kleiner. Denken so. Und dann klickt ihr einfach dahinter. Und schon habt ihr Gras. Mal größer, mal kleiner. Ihr könnt auch hier oben, genau hier, bei Size, aber ich denke, das ist ein bisschen selbsterklärend. Ja, könnt ihr die Größe ändern. Ich empfehle natürlich nicht zu groß zu werden, nicht zu klein. Schön realistisch bleiben. Nicht immer nur gleich, weil, ne, das sieht dann ja auch wieder unrealistisch aus und wir wollen ja möglichst realistisch bearbeiten. So. Einfarbig wäre natürlich auch noch zu realistisch, deswegen suchen wir jetzt eine andere Farbe, vielleicht ein bisschen dunkler. Ja. Kann auch zwischendurch immer mal die Farbe ändern, das ist ja gar kein Problem. Vielleicht ein bisschen heller, ein bisschen grüner, das ist ja jetzt ein relativ gelbliches Grün so. Aber ja. So, dass das jetzt hier hinten so pixelig ist, macht im Grunde auch noch nichts, weil wir ja das Ganze eh weich zeichnen. Ich erkläre euch aber auch nochmal, ja, guckt, das passt jetzt farblich nicht so. Ihr müsst doch, ihr könnt meistens nicht die ganze Zeit die gleiche Farbe hier benutzen am Rand, weil das ändert sich ja auch manchmal. Also achtet da dann drauf, was da unten so angezeigt wird. Das ist auch ein bisschen gelb, das sind zwar eigentlich Blumen, aber was soll's, ne? So. So, wenn wir jetzt wegzoomen, haben wir da hinten an der Kante schön, und das war jetzt bestimmt mein Stuhl, haben wir da hinten an der Kante, ja, das Ganze auf jeden Fall grasiger als zuvor. Was auch immer grasiger sein mag. Ich bin in der Rohdatei schon wieder fast bei 20 Minuten, ich sollte mich ein bisschen beeilen. Ja, jetzt wollen wir das beides verbinden, damit wir das nicht einzeln weichzeichnen. Und ich meine, wir haben ja die ganz gut gemacht, weil wir könnten noch hier hinten, genau, gehen wir da auf, dann habe ich noch diese Grouse Brush, die ist noch 1000 Mal größer, weil das war die erste, die ich gemacht habe, da wusste ich noch nicht so ganz, wie ich das richtig machen soll. So. Ja gut, davon sieht man nicht so viel, aber wir machen trotzdem auch ein bisschen so. Genau, ihr könnt auch hier dann die Grouse Brushes immer mal ein bisschen abwechseln und ja, ne, mal so ein paar größere oder sowas da reinmachen. So wie ihr lustig gerade seid. So, dann gehen wir jetzt auf die obere Grasebene. Wichtig, auf die obere. Und machen Rechtsklick. Und dann gehen wir auf Merge with Layer Below, beziehungsweise im Deutschen nach unten vereinen. Draufklicken. Und dann wird die Ebene, die da drunter ist, also unsere Small Grass Ebene, mit der oberen verbunden. Das heißt, das ist jetzt beides eine Ebene. Wir benennen die jetzt um. Wichtig ist, dass ihr halt die da drüber anklickt, weil er die nach unten vereint. Nimmt dann eigentlich den Namen von unten, also müsst ihr dann vielleicht mal umbenennen oder ihr benennt es erst danach, ist ja egal. So, Grasebene eingefügt. Da sehen wir es jetzt. Jetzt machen wir den Hintergrundlayer, den wir mal auf Hintergrund umbenennen könnten. Verdoppeln. Dazu gehen wir auf dieses Zeichen hier. Dann wird eine Kopie sozusagen angelegt. Die hintere schalte ich jetzt mal aus. Das ist immer so ein bisschen mein Sicherungslayer. Jetzt haben wir den. Jetzt gucken wir, ob wir da noch ein bisschen an den Farben rumspielen. Vielleicht kann man da das Ganze noch ein bisschen schön, je nachdem, wie man will. Guckt, ist recht dunkel. Ja. Ja, das geht dann zu blass. Wir wollen es ja schön, ja, gesättigt haben, würde ich mal sagen. Machen wir es mal so. Jetzt, wenn wir jetzt hier gucken, sehen wir den Unterschied. Es ist eindeutig ein bisschen, ja, kräftiger von den Farben her als das Original. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob ihr das wirklich so haben wollt, dann könnt ihr auch, benutzen wir mal das hier, ne, also ihr spielt dran rum. Da seht ihr, da könnt ihr jetzt auch, ne, Helligkeit und sowas nochmal verstellen. Ne, so sieht das schon frühlingmäßig aus.
Ja. So wird's eher nachts. Da müsst ihr noch. Egal. Wenn ihr jetzt nicht ganz sicher seid, ah, will ich das wirklich so? Entweder halt einen neuen Layer machen und den bearbeiten, den könnt ihr später ausstellen. Oder ihr geht jetzt auf Create Filter Mask. Dann erscheint dieses hier. Und wenn ihr das hier jetzt ausstellt, wird das Ganze rückgängig gemacht. Eigentlich. Man sieht jetzt nicht so viel. Vielleicht habe ich auch einfach zu wenig verstellt. Funktioniert aber immer relativ gut. Und wenn ihr da auf dieses kleine Plus bzw. Minus geht, wird das ausgefahren bzw. eingefahren. Das löschen wir jetzt auch mal wieder. Brauchen wir nicht. Jetzt haben wir natürlich hier hinten noch dieses ganz andere Grün und das ist auch nicht wirklich Wiese. Und da sieht man schon einen Unterschied. Das heißt, wir verdoppeln diese Ebene jetzt nochmal. Und ziehen die hierhin, würde ich mal sagen. Jawohl. Machen jetzt das hier vorne einmal alles weg. Haben jetzt noch unsere Ebene hier und ziehen die jetzt nach hinten. Wie man sieht, hier unten, das Bild ging noch weiter. Hier ist es noch hell und da sieht man jetzt, wie wir es bearbeitet haben. So. Das heißt, wir schneiden jetzt den unteren Teil hier ab. Dazu, ja, markiere ich das meistens und drücke entfernen. Das ist die schnellste Methode, finde ich. Man kann den Layer halt auch noch, ja, wieder skalieren oder sowas, aber so geht das am schnellsten, finde ich. Und dann machen wir das Ganze noch ein bisschen kleiner, würde ich sagen. Na, nicht drehen, nicht drehen. So, und schieben das mal da hinten hin. Und dann würde ich sagen, machen wir davon noch eine Ebene. Schieben die da hinten hin. So ein bisschen dran. Und jetzt vereinen wir die wieder zusammen. Und nennen das Gras Hintergrund. So, jetzt machen wir das wieder so ein bisschen unter die Sichtbarkeit und wieder unser Auswahltool. Und jetzt wählen wir einfach alles aus, was am Ende nicht Gras sein soll. Und das dauert jetzt eine Weile und deswegen mache ich das gleich schneller, sonst sind wir wieder Stunden beschäftigt, aber ihr könnt ja trotzdem zugucken. So,
Wenn wir jetzt das Ganze hochziehen, sieht man, wow, yeah, Rasen. Leider fehlt da immer noch was. Deswegen gehen wir jetzt auf Pinsel, wählen diesen Pinsel aus. Also im Grunde kann ich da jetzt nur sagen, nehmt den Pinsel, mit dem es euch am meisten Spaß macht, gefällt. Es ist bei mir dieser hier. Richtig. Wie ihr eben gesehen habt, als ihr das Ganze gestartet habt, ich habe diesen Favorites-Bereich. Das sind im Grunde all die Pinsel, die ich regelmäßig benutze. Das Ganze macht ihr so, ihr geht auf All. Es gibt hier auch noch so ein paar, die wurden voreingestellt von denen, ne? Zum Beispiel Radiergummis oder ja, diese Circles irgendwie. Sucht euch den Pinsel, den ihr haben wollt. Rechtsklick, dann seht ihr da den Namen und dann Assign to Tag. Und da könnt ihr ihn dann hinzufügen zu der Kategorie, wo ihr wollt. Durch New Tag macht ihr euch euren eigenen. Das ist bei mir mein Fav. Da kann ich ihn nicht mehr zumachen, weil er da bereits drin ist. Genau, also das ist bei mir halt dieser Pinsel hier. Das ist der Inkbrush 25 oder 25, je nachdem. Und den benutze ich im Grunde für alles. So, der ist jetzt natürlich kein Radiergummi, sondern ein Malpinsel. Radiergummi wählt ihr dann hier. Da könnt ihr umstellen. Normal, Erase. Wir benutzen jetzt Erase. Und jetzt fangen wir einfach an, das Ganze hier vom Gras sozusagen zu befreien. Ja, da darf man jetzt auch nicht zu wild sein. Da will man sich dann auch mal wieder beeilen, aber. Also, ihr könnt natürlich auch Hintergrund dann einfach echte Bäume oder sowas einfügen oder die Blätter nachmalen oder was auch immer ihr da gerne machen wollt. Sei euch überlassen. So, man sieht, wir sind fertig. Speichern. Speicher zwischen hatten wir beim letzten Mal eingestellt. Wenn ihr so speichern wollt, einfach da klicken, wenn ihr das eingestellt habt. Ansonsten über File und dann Save. So, stellen wir das Windchen hoch, machen mich mal ganz hoch und stellen unsere vordere Grasebene ein und fährt. Und man sieht, ja, ne? Hat jetzt halt auch noch Gras im Hintergrund. Ob das jetzt so toll aussieht. Naja. Ich bin jetzt so mäßig begeistert, aber naja, wir können ja mal Grashintergrund. Stellen wir mal die Dichte ein bisschen runter. Ich finde, das sieht dann noch ein bisschen besser aus. Ah, nee, vorne lassen wir das so. Ja. Kommen wir noch zum Weichzeichnen. Langer machen wir beim nächsten Mal. Wir nehmen schon wieder viel zu lange auf. Ja, ihr wählt euren Hintergrund. Nein, bevor ihr das macht. Gras. Merge Layer Below. Zum Hintergrund. Jetzt ist das eine Ebene. Dann wählt ihr die Grasebene vorne, verdoppelt die mit diesem kleinen Ding hier wieder. Nennen wir jetzt das eine Gras. Zwei. Ja, toll. Nein. Nennen das Gras 2. So. Machen wir die. Ja, doch, die können wir anders. Ihr wählt euren Hintergrund aus. Könnt ruhig ein bisschen ranzoomen. Und jetzt Weichzeichen. Ihr geht auf Filter. Blur. Gaussian Blur. Ist das Beste dafür. Und ihr seht, hinten fängt er schon an, weich zu zeichnen. Da ist jetzt wichtig, nicht zu viel benutzen, nicht zu wenig benutzen. Zu viel wirkt unrealistisch. Zu wenig kann man gerade, wenn man zum Beispiel auf Instagram oder so hochlädt, nicht gut erkennen. Deswegen, schauen wir mal. Oh, ne? Ja, nehmen wir das. Wir gehen wieder auf OK. Und unser Hintergrund ist weich gezeichnet. Ja, jetzt haben wir natürlich hier diesen super krassen Abschluss sozusagen. Dieses Plattenförmige.
Das ist nicht schön, sieht nicht realistisch aus und das wollen wir natürlich auch nicht so haben. Deswegen haben wir diese beiden Ebenen hier, machen die vordere weg, wählen die hintere aus, gehen wieder auf Filter, Blur, Gaussian Blur und gehen jetzt hier oben, da steht jetzt Default, gehen wir auf Last Used. Dann wird das hier genau mit den gleichen Zahlen weich gezeichnet wie unser Hintergrund. Ja, es ist natürlich der Vordergrund auch weich gezeichnet, das wollen wir nicht. Jetzt wählen wir wieder unsere erste Grasebene aus. Und das folgende habe ich von der Halim geklaut. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man den aussprechen soll. Viele machen das dann so mit Filtern, dass der Hintergrund halt vorne nicht scharf ist und hinten nicht scharf ist und vorne scharf. Ich habe keine Ahnung, ob das mit Krita geht, wie man das macht. Habe auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Aber die Halim von der Skolenhof hat ein wunderbares Tutorial dazu letztens gemacht. Das verlinke ich euch einfach mal unten in der Beschreibung. Ihr wählt jetzt wieder einen Pinsel aus. Ich benutze dazu, ja, diesen hier. Das ist Airbrush Pressure. Und gehe auf Erase. Jetzt haben wir den hier vorne ausgewählt. Und jetzt... Warum hängt mein... Nein, jetzt hängt es nicht mehr. Und haben auf Erase gestellt. Und jetzt fangen wir an. Machen wir ein bisschen kleiner. Langsam hier hinten das wegzumachen. Und dadurch, dass der... Ja, das geht jetzt natürlich so nur mit, wenn ihr ein Grafiktablet mit Druck habt. Ansonsten müsst ihr da einfach einen Pinsel benutzen, der einen sehr weichen Rand hat, der dann so auslaufend ist, weil nämlich durch Druck machen wir jetzt hinten starkes und hier vorne hin werden wir langsam weniger stark, so dass wir einen sanften Übergang machen können. Ja, hinten stärker, vorne nicht so stark. Der Blur hinten wird jetzt natürlich nicht zu stark, weil wir haben ja diese Ebene hier hinten, die jetzt im Grunde, wir machen jetzt einfach nur vorne, das sozusagen wegradieren. Ich mache mal so rund so ein bisschen zum Rand. So. So, ne, ganz sanft auslaufen lassen. So. Und ich würde sagen, vorne kann man jetzt auch wieder so ein bisschen, ganz bisschen nur machen, weil die Kamera auch da nicht mehr so fokussiert ist. Ich würde sagen, das sieht doch gut aus, oder? Ich sollte ein bisschen näher ran, sonst sieht man nicht so viel. Eine kleine Sache noch, bevor ich das Tutorial hier beende. Wir gehen wieder auf unseren Screenshot. Auch den verdoppel ich einmal und nenne den Save, weil das jetzt unser Save sozusagen ist. Ich mache den dann meistens ganz am Ende einmal stellen. Also hier haben wir im Grunde jetzt, ne, die ganzen Saves. Nehmen den, zoomen an die Füße ran. Wir benutzen wieder unseren Pixel, gehen wieder hier drauf, Redefined, wählen wieder mal unser Grasbrush aus, gehen ein bisschen größer, sodass das ungefähr dahin passt, gehen auf Erase und ja, radieren an den Hufen das so ein bisschen weg. Das macht ihr entweder jetzt am Anfang oder ihr macht es am Ende, je nachdem wie viel ihr an den Hufen bearbeiten wollt. Und wenn ihr jetzt guckt, tada, unser Pferd steht im Gras drin. Ihr könnt das Gras natürlich auch drüber malen, aber ich finde, so sieht das meistens realistischer aus. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Beim nächsten Mal fangen wir dann endlich an mit dem wirklichen Hauptmotiv. Aber ihr seht, auch in den Hintergrund kann man Stunden investieren. Ja, beim Hauptmotiv fangen wir beim nächsten Mal vermutlich mit dem Sattelzeug an. Damit fange ich meistens an. Also erst einmal Sattelzeug. Und dann mit dem Pferd, Reiter. Und am Ende kümmern wir uns dann auch noch um Schatten und so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, ich hatte schon gefragt, beziehungsweise gesagt, ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, viel Spaß beim Sims-Spielen. Regt euch nicht auf, werft den Computer nicht aus dem Fenster. Und viel Spaß!